Hallo und willkommen zu einem Video von Redstone Clocks. Ja, wie ihr es hier seht, ich habe das hier auch jetzt ein bisschen erneuert, den T-Flip-Flop. Also hier befindet sich ein Redstone-Block. Ich kann dir mal kurz zeigen. Hier, wenn der rübergeschoben wird, also jetzt durch den Flip-Flop, geht das Signal an. Ich habe jetzt zurzeit das richtige PIN-Code-Schloss ein. Und ihr wisst dann wieder nicht. Schau, und jetzt wird der T-Flip-Flop geändert. Jetzt nehme ich der Redstone-Block hier und powert das Redstone. So, jetzt kommen wir aber zu den Redstone-Clocks. Also, hier ist eine Minecart-Redstone-Clock. Die allerdings, ich finde sie ziemlich scheiße. Dann haben wir hier eine Glocke, die man auch nicht steuern kann. Wenn man die dann wieder umlegt, dann ist die ganze Glocke im Arsch. So. Ja. Und das ist die erste, die man steuern kann, aber die ist so ein alter Motor. Ah, scheiße. Ne? Und jetzt kommen die Glocks, die ich empfehlen kann. Ja, und da haben wir ja zuerst die Glock, die ich immer benutze. Und hier hat man dann auch sein Output. Ich kann es mal kurz zeigen. Jo, und dann haben wir auch schon die nächste Glock. Das ist diese Ultra Glock. Ihr seht ja, wie die funktioniert. Und die kann man als Bratpfanne in der Küche gut benutzen. Ja, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, bloß das wurde einfach zu schlecht von der Stimme her. Und dann mache ich jetzt noch eins. So. Und es wurde auch ein bisschen zu lang. Ja, das kann man gut für die Küche benutzen. Für den Herd. Und jetzt kommt unsere letzte Glock. Das ist eine vertikale Glock. Die funktioniert genau wie die da hinten. Bloß, wenn man jetzt... bin hier in der Flat World. Wenn man sie hier bauen will, dann ist sie ziemlich... Dann geht sie nicht. Weil du musst drei Blöcke hoch haben wegen dem Redstone. Außer würde es die Gala... Vielleicht würde es gehen, wenn es die Graslab geben würde. Okay. Dann ist hier der T-Flip-Flop. So. Und das Signal geht aus. Das Signal geht an. Das kann man jetzt noch mit einer Pistentür hier kombinieren. So. Hier hin und dann zack. Ich nenne das Video trotzdem Redstone Clock, weil wir haben ja am meisten uns Redstone Clocks angeschaut. Ach. Zack. Zack. So, Pistentür. Und da geht das Ganze auch mit dem Knopf zu steuern. Nicht mit dem Hebel, sondern Knopf. Das ist eigentlich ganz gut. Also man könnte es auch jetzt noch verstecken hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Dann drückt man hier den Knopf. Geht auf. Von innen kann man das Ganze eigentlich genauso bauen. Mit einem Knopf. Mein Holzknopf mache ich mal. Knopf und die Tür ist zu. Oh. Da habe ich einen Fehler. Okay,
da ein Zug, dann den. Der Red. Jetzt können wir auch wegmachen. Ist er ja nicht mehr. Es ist ja kein Tiefenflug mehr. Ach, aber das wird nicht gehen jetzt. Da muss man schon mehr Zeit haben. Schau mal, wie bekackt es geht. Und jetzt von außen, da geht es aber immer noch. Ah, geht nicht mehr. Ah, ist ja schön. So, von außen müssen sie jetzt aber wieder gehen. Und wenn, ich habe auch keinen Bock mehr drauf. So, erst. Was ist mit der? Ah. Ja. Also, das war das Video zum Redstone Clocks. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und über Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Tschüss.